In Lissabon sind bei der Entgleisung einer Straßenbahn 28 Menschen verletzt worden, so Angaben der Rettungskräfte. Die Tram entgleiste am Abend gegen 18 Uhr im Stadtteil Lapa in einer Kurve am Fuße eines steilen Hügels. Etwa 50 Rettungskräfte waren vor Ort. Die meisten Verletzten wurden vorerst ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei wurde keiner von ihnen schwer verletzt. Einige Passagiere waren zunächst in den Trümmern gefangen. Unter den Verletzten waren laut portugiesischen Medien auch ein Baby und ein Kind aus Großbritannien. Die Straßenbahn streifte ein Gebäude und kippte dann um. Die Unfallursache ist bisher nicht bekannt.